Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht, ich stehe hier vor meinem Bücherregal und zwar dem in der Firma. Ne? Ich habe das Ganze zu Hause nochmal stehen, mit anderen Büchern, ganz klar. Aber Bücher sind schon unheimlich wichtig für mich und ich habe wahnsinnig viel aus Büchern gelernt. Jetzt habe ich kürzlich eine Frage bekommen und zwar, Jens, lohnt es sich denn noch, dieses Buch zu lesen? Da kommt doch demnächst ein neues Buch von dir. Und die Antwort auf diese Frage, die gibt es jetzt hier im aktuellen Video. Tatsächlich haben es schon einige gesehen. Es gibt ein neues Buch. Ne? Also demnächst erscheint ein neues Buch und zwar wieder hier im Börsenmedienverlag, da also wo auch schon dieses Buch hier erschienen ist, Optionsstrategien für die Praxis, immerhin ja schon 2011. Und im Laufe des Jahres, also wahrscheinlich dann so Spätsommer, es ist jetzt angekündigt schon für den Mai, aber das schaffen wir definitiv nicht, sonst wird es wohl Spätsommer werden, wird es ein neues, weiteres Buch geben. Es gibt auch schon ein vorläufiges Cover, das blende ich dir mal hier an der Stelle ein. Und du siehst also, so sieht es jetzt aus. Also lohnt sich das noch, dieses Buch hier zu kaufen? Und da will ich dir zwei grundsätzliche Antworten darauf geben. Ich gebe dir natürlich drei Antworten. Als allererstes, na klar, lohnt sich dieses Buch noch zu kaufen. Ne? Ich bin schließlich der Autor und bekomme hier die Buchhonorare. Wer sich jetzt ein bisschen mit Büchern beschäftigt, der weiß aber natürlich, so viel ist das nicht. Also ich bekomme pro Buch. Ne? Ihr könnt ja mal schätzen. Schätzt mal, wie viel kriegt ein Autor für ein Buch, was im Laden 35 Euro kostet? Ja, schätzt mal, ja, überlegt euch das mal, schreibt es mal in die Kommentare. Und jedenfalls, ich kann euch schon mal eins sagen, mit Fachbüchern wirst du in Deutschland als Autor erstmal nicht reich. Da musst du schon was anderes machen. Wenn du Harry Potter geschrieben hast, sieht das schon ein bisschen anders aus. So, also das ist aber jetzt mehr nicht so ein ganz ernster Punkt. Nein, kommen wir mal auf den ernsten Punkt. Punkt Nummer eins, es wird ein anderes Buch sein. Und zwar, es wird zwar wieder um das Thema Optionen gehen, aber es wird sich diesmal um das Thema Aktienoptionen handeln. Es wird um das Thema die Kombination aus einem Cashflow-Einkommen, was man mit Hilfe von Aktien, was man mit Hilfe von eben vor allen Dingen Aktienoptionen erzielen kann. Darum wird es in diesem Buch gehen und deswegen ist es ein ganz, ganz anderer Inhalt als das hier. Klar, was ein Call ist, was ein Put ist, steht in dem Buch und das wird auch wieder in dem neuen Buch so drinstehen. Ne? Aber es werden auch ganz, ganz viele andere Aspekte drinstehen. Wie gesagt, ganz andere Strategien, auf ganz andere Märkte bezogen, ganz andere Herangehensweisen, ganz andere Strategien, wie man diese umsetzt. Das heißt also, ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe noch nie ein Buch über Optionen gelesen, dann lies halt das und dann bestell dir das andere eben vor. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund und zwar, warum lohnt es sich oder warum ist die Frage an sich falsch? Soll ich jetzt auf das Buch warten und soll ich noch das alte lesen? Wenn ihr mal hier schaut, das sind ja wirklich eine kleine Auswahl von den Börsenbüchern, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre gelesen habe. Und man hört auch nie auf, als wenn man für irgendein Gebiet Interesse hat, sich weiterzubilden. Ob das nun jetzt wie hier durch Bücher geschieht, ob das durch Webinare geschieht, ob das durch YouTube geschieht, was auch immer. Ne? Aber man hört ja nie auf. Und dann ist es natürlich so, man könnte ja jetzt ganz ehrlich sein und könnte sagen, okay, alles, was es gab oder alles, was in Büchern steht, das ist schon mal geschrieben und da gibt es eigentlich nichts Neues mehr. Stimmt natürlich nicht ganz. Märkte verändern sich, Börsen verändern sich, Strategien müssen sich anpassen. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder mal neue Sachen, die man durchaus lesen sollte oder die man als Autor auch mal schreiben sollte. Es ist aber vor allen Dingen eins, wenn du so ein Buch hier liest, je nach deinem Wissensstand, wirst du ja nicht alles, was in diesem Buch steht, komplett für dich eins zu eins übernehmen, sondern du wirst dir da irgendwo 2, 3, 4 gute Ideen herausholen. Wenn das das allererste Buch ist, was du zum Thema Optionen liest und du sagst, hey, das ist jetzt mein Thema, dann wirst du wahrscheinlich relativ viele Informationen herauslesen. Wenn du, wie ich jetzt schon seit über 20 Jahren, Optionen handelst, dann ist natürlich so, auch ich lese ganz viele neue Optionsbücher, die herauskommen. Also jedes Buch, was zum Thema Optionen herauskommt, kaufe ich mir, beziehungsweise ich habe mittlerweile das Privileg, ich bekomme auch sehr vieles geschickt. Also das heißt, alles, was rauskommt, lese ich. Und natürlich sind da wahnsinnig viele Wiederholungen dabei und viele Dinge, wo ich sage, ja, okay, kennst du schon, das macht es für mich auch schnell, weil ich kann viele Seiten überblättern, aber in jedem Buch ist da zumindest eine gute Idee dabei, wo du sagst, ah, guck mal, ganz interessanter Aspekt. Das wird es nicht dazu führen, dass du deine Strategien, dass du deine Herangehensweise an die Märkte komplett veränderst. Es wird aber dazu führen, dass du so ganz, ganz kleine Stellschrauben veränderst. Und wenn du eben jetzt ganz neu bist, dann fängst du auf einem relativ niedrigen
Wissenslevel an und arbeite sich dann relativ zügig nach oben, bis du profitabel bist. Und dann geht es aber darum, diese Profitabilität, schwieriges Wort, da geht es darum, dass du diese dann ausbaust, dass diese dann festigst, dass du die dann sicher machst. Ne? Und das machst du dann nicht, indem du immer neue Erkenntnisse hast, sondern dass du nur noch an Stellschrauben drehst. Dann passiert mal wieder was, du hast mal einen schlechten Monat, du hast vielleicht sogar mal wieder ein schlechtes Jahr und dann hast du wieder einen Lerneffekt, liest vielleicht wieder 2, 3 Bücher und sagst, ah, guck mal hier, hätte ich das so gemacht, hätte ich das, die Höhe des Drawdowns, die Länge des Drawdowns verhindern können. Das heißt, auch da kommen wieder neue Ideen. Und deswegen ist die Frage an sich falsch gestellt. Es lohnt sich immer neue Bücher zu lesen. Es lohnt sich auch immer wieder mal alte Bücher zu lesen. Also für mich zum Beispiel ist eine Riesenerkenntnis mal zu sagen, ich nehme irgendein Buch hierher, was ich schon lange nicht gelesen habe und lese es noch einmal, weil das Spannende ist, du hast damals vielleicht das, das oder das herausgelesen. Und wenn du es jetzt nochmal liest, kommst du wieder an dieselben Stellen, nickst innerlich und sagst, ja, genau, so war's. Und dann findest du aber wieder 2, 3 neue Stellen, wo du sagst, ah, guck mal, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Ja? Gerade wenn ein Thema neu für einen ist, ist das halt so viel Informationsdichte und Fülle, dass man es gar nicht alles mit einmal aufnehmen kann. Und das ist übrigens nicht nur bei Fachbüchern so, auch wenn ihr einen Roman lest. Es gibt Bücher, die habe ich schon 3-mal gelesen. Ne? Also jetzt ein bisschen kleiner Ausflug von Thomas Mann, Die Buddenbrooks. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon das 4. Mal gelesen. Und alle paar Jahre lese ich es mal, weil ich es einfach für ein tolles Buch halte. Ja, ich finde es einfach schön, mir macht das Spaß. Und jedes Mal, wenn ich es lese, ich weiß, wie die Story geht, aber es sind immer natürlich Punkte dabei, wo ich sage, ah, guck mal, genau, das war so oder das war so. Also du kriegst ein viel runderes, plastischeres Bild von dem Ganzen. Und aus dem Grunde, jawohl, lies das alte Buch, bestell dir das neue Buch vor und wir werden jetzt auch eins machen, es wird auch demnächst, und das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, es wird eine eigene Webseite für das Buch geben, wo du dich eintragen kannst und wo du auch im Vorfeld schon mal einen Ausschnitt aus einem Kapitel, mal ein Video dazu, also wo du Sachen bekommst. Das geht in den nächsten, ich schätze mal so 4, 5 Wochen wird das online gehen. Du kennst mich, ich werde das definitiv mitteilen, ne? Schau einfach hier auf den Kanal und dann kannst du dich auch schon im Vorfeld ein bisschen an dieses über dieses neue Buch informieren, kannst gucken, okay, ist das was für mich, kriegst vielleicht schon vorab ein paar Infos. So, deswegen, ich lese jetzt einfach ein bisschen weiter. Du machst auch was für deine Weiterbildung und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, alles Gute, tschüss, servus, mach's gut, bye bye.